Willkommen bei sozialen und fachlichen Betreuung. Heute geht es um das Thema Körperbau. Was ist Körperbau? Und das Skelett zum Beispiel. Was ist ein Skelett? Das Skelett ist das Knochengerüst im Körper des Menschen und der Wirbelsäule und der Wirbeltiere. Es besteht aus vielen einzelnen Knochen. Der Mensch hat ungefähr so 206 Knochen. Manch einer weniger, manch einer mehr, je nach genetischen Unfall. Ja, also der Mensch ist individuell, aber 206 sollte er ungefähr haben. Es besteht aus vielen einzelnen Knochen, genau. Die meisten davon sind durch bewegliche Gelenke miteinander verbunden. Kugelgelenk, Eiergelenk, Eigelenk, Scharniergelenk zum Beispiel. Nur so können wir uns bewegen. Das Skelett stützt den Körper und schützt zugleich die Körperorgane, Herz, Leber, Niere, vor Stößen und Verletzungen. Das weiche, höchstempfindliche Gehirn in unserem Kopf liegt in einer stabilen Knochenkammer, dem Gehirnschädel. Die leicht verletzlichen Augen sind in die tiefen, knöchernen Augenhöhlen eingebettet. Die gebogenen Rippen bilden einen knöchernen Korb, also hier und hier, ja, der Brustkorb. Gut, wo war ich hängen geblieben? Der das Herz und die Lunge schützt. In der Wirbelsäule, einer beweglichen Knochenröhre am Rücken, verlaufen die großen Nervenleitungen von den Körperteilen zum Gehirn. Also wenn ich hier mal im Rücken einen Unfall und da ist irgendein Nerv eingeklemmt oder kaputt, der ist wahrscheinlich dann noch querschnittsgelähmt. Und wer im Nacken eine große Verletzung hat, da muss man aufpassen, dass man sein Leben nicht verliert. Und dann kommt das Thema Frage, wozu braucht man Muskeln? Die Knochen des Skeletts können sich nicht von alleine bewegen. Man braucht dazu die Muskeln. Unser Körper hat über 600 verschiedene Muskeln. Große und kleine, dicke und dünne, viele davon sind an ihren Enden mit 10 Bändern. Und 10 Bändern, den Sehnen, an Knochen befestigt. Wenn sich diese Muskeln zusammenziehen oder strecken, bewegt sich die Knochen des Skeletts gegeneinander. Gewöhnlich können wir bei den meisten Skelettmuskeln mit unserem Willen bestimmen, ob sie sich zusammenziehen oder locker lassen sollen. Man nennt es willkürliche Muskeln quasi. Anders ist es mit den Muskeln, die den Magen, Darm oder die inneren Organe bewegen. Die Muskeln lassen sich nicht von dem Willen beeinflussen. Wäre ja auch schrecklich, weil wenn man schlafen würde, würde das Herz dann aufhören zu stehen. Deshalb heißen sie unwillkürliche Muskeln. Ja, das war's zum Thema Körperbau. Dank Quelle der Basermann. Schöne Quelle, informiert einen mal sehr gut. Vor allem für Kinder, Jugendliche. Bis dahin, noch viel Spaß und tschüss.